So, und damit herzlich willkommen zurück bei C4 und unserem neuen Kapitel. Wir sehen, unsere liebe Jennifer ist wohl tot. Ich hoffe, wir finden Basso noch rechtzeitig oder können ihm irgendwie helfen. Zumindest scheint er ja in gewissen Schwierigkeiten zu sein. Ansonsten wäre seine liebste... Naja, wie nenne ich das jetzt mal? Sein liebster Rabe. Wohl wohlbehalten zu uns gekommen. Aber erstmal ab zum verkrüppelten Borik. Und schauen, was wie es Basso so geht. Na komm. Wesley Sunderland, ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig, bitte ich. Der Eisentyrann tötet uns, es das ist doch nicht die Gerechtigkeit. Danke. Wieder ein Unschuldiger. Unser Diebesfänger-General wird das alles noch ganz bitter bereuen, das verspreche ich hiermit. Aber erstmal wollen wir natürlich unserem Kollegen hier nicht Gesellschaft leisten, zumindest nicht auf die Art und Weise. Und wenn's stimmt? So. Wenn diese Stimme des Volkes wirklich ein Heilmittel findet? Der Baron und die Stehkrägen reden nie von einem Heilmittel. Natürlich verspricht dieser Aufwiegel. Wo ist diese verdammte Borik? Der lügt so viel, da gerinnt nicht mal Mohnmilch. Ach, Scheiße. Verdammt, verdammt. Ein Strick für seinen Verräterhals. Komm. Ups. War ein wenig zu schnell. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ach, egal. Ich will ja auch zum verkrüppelten Borik. Aber gut zu wissen, dass da noch irgendwas ist. Jetzt weiß ich wenigstens, es gibt noch Beute. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Ist Basso. Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt, zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt, nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es! Basso wusste, wie wichtig das Buch ist! Zu eurem Glück ist es noch hier. Basso ist nicht dumm. Das Buch... ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert. Aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderungen. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion.
Man könnte meinen, er ist ein Egoist. Na gut. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Also, ab zum Greystone-Platz. Aber vorher wollen wir doch nochmal gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas finden. Irgendwas, was sie hier übrig gelassen haben, vielleicht. Ist hier irgendwas? Ich habe etwas für euch. Hier scheint nichts weiter zu sein. Schade. Aber wir sind ja wenigstens hier und können uns erstmal mit Ausrüstung ausstatten. Juhu! Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Na, das ist doch immer schon mal gut. Wir haben auch genug Geld. So, was haben wir denn? Feuerpfeile. Ja, kaufen wir mal 20, 2 Stück. 4, so. Ach komm, 5. Wir sind mal heute ein bisschen großzügig. Kaufen, 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 kaufen. Wo haben wir Köcherkapazität? Geben wir uns. Kaufen. Jo. Weiter. Ist klar. 2500 Gold. Sicher. Na klar. Na klar. Ist ja nicht irgendwie viel oder so. Ach, Quatsch. Wie komme ich drauf? Aha. Kalt also Nächte auf Dächern und ihn. Gut, was haben wir noch? Ähnliche. Von Schwarzmarktdokumenten mit Kontakten, Verbindung zum allgegenwärtigen Untergrundhandel, verbotener Waren, vornehmlich Opium. Der Träger gilt als Person mit gemeinsamem Interesse an Mohn und wird daher vorzüglich behandelt. Was haben wir hier noch? Ja, würde sicherlich interessant sein. Ach, ich glaube, ich gehe erstmal hier weiter mit. Da kaufen wir erstmal ein paar von. Kann man nie genug von haben. Stumpfer Pfeil. So. Mohn. Brauchen wir ganz, ganz dringend viel davon. Mohn. Leuchtbombe. Pff. Erstickungspfeile. Könnte man sich eigentlich auch mal gönnen. Haben wir bisher noch gar nicht genutzt. Wasserpfeile. Immer wichtig. Nahrung. Auch wichtig. Wir decken uns jetzt mal richtig schön ein. Leuchtbomben 1, 2, kann man mal nur für den Fall. Ja, das sollte reichen. Gut. Zurück, wir sparen erstmal. Bald wieder. Werde ich machen. Danke fürs Angebot. Bei allen toten Göttern. Ach ja, wir hatten ja noch einen Fokus. Da fehlt mir ein Fokus-Upgrade. Das haben wir noch gar nicht verwandt. Geräusche, Gefahren in unmittelbarer Effizienz. Das wollen wir doch mal ganz klar machen. Wir schalten das mal frei. Machen mal ein bisschen die Effizienz besser. So. Und nun gehen wir mal wieder raus hier. Ja, danke. So, dann wollen wir doch mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Ich habe keine Ahnung, gebe ich zu. Gut. So, hier sind wir unsichtbar. Das ist gut. Tschüss, Leute. So,
nun aber erstmal hier weg. So. Husch, husch. Husch, husch. Was ist das denn hier? Okay. Okay, wir gehen da jetzt einfach mal rein, mal gucken. Den kenne ich noch gar nicht. Moin. Hector, nehme ich an. Seid ihr das? Der Meisterdieb? Wer ist euer Freund? Das da ist mein Metallmann. Mein Lebenswerk. Uhrwerke und Maschinen. Er könnte die Stadt revolutionieren und mir die verdiente Anerkennung verschaffen, wenn der verdammte Baron nicht wäre. Immer das der Baron ist ein Narr. Er wurde ungeduldig. Ich sollte das Projekt zerstören. Aber das konnte ich meinem Metallmann nicht antun. Der Auftrag. Worum geht es? Mein Freund ist fast komplett. Aber der Abschaum, der mir half, ihn zu bauen, hat mich hintergangen. Oh nein. Er hat sogar die mechanische Hand meines Metallmanns gestohlen. Die ihr zurück wollt. Genau. Alfonso, der schmierige Schneider aus Stone Market, hat die Hand in seinem Laden. Bringt sie mir und es soll euer Schaden nicht sein. Alles klar. Lasst mich nicht betteln. Nö. Bitte. Diese Zeiten sind vorbei. Gut. Erstmal nicht. Lasst mich im Stich. Erstmal nicht. Machen wir später. Wie Baron Northcrest. Jetzt mal gerade nicht. Später. Ich will ja eigentlich erstmal hochkommen. Ups. Los. Schön. Hier muss ich also hoch irgendwie. Wollt ihr mich veräppeln? Ich bin doch schon fast da. Oh. Ich bin doch schon fast da. Okay, das ist falsch. Hier müssen wir nicht lang. Also doch hier hoch vielleicht. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ich will hier doch nur hoch. Gut, ich mache hier mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin. Bis gleich. So, ich glaube, ich habe den Weg endlich gefunden und zwar... Er ist so einfach, dass er schon wieder schwierig war. Ich muss hier einfach durch und kann dann hoffentlich auch einfach direkt weiter. La 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 und tada! Schon sind wir da. Manchmal ist es einfach zu einfach. Wir hören nicht auf die Hunde des Barons. Ich höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Wir die Stadt wird jetzt? Schwarz. Und die Maschinen des Barons werden zerstört. Na, das klingt ja alles richtig toll. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Wir müssen hier lang. So, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Die Frage ist, wo sind wir hier überhaupt? Beziehungsweise wir schauen hier einfach mal. Ja, doch. Wir gucken uns einfach mal um. Ja, ein Freund in Not. Wir wollen das Kapitel beginnen. Also los. So, da sind wir dann auch. Endlich angekommen hier. Im vierten Kapitel. Ein Freund in Not. Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer.
Das wollen wir doch mal hoffen. Aber in jedem Fall gucken wir uns doch mal ein wenig um. Hier irgendwas? Man weiß ja nie, immer erstmal das durchgucken hier. Sei doch vernünftig, Frau. Wir müssen ohne unsere... In deinen Augen mögen unsere Innere nicht richtig sein, mein Lieber. In meinen schon. Liebes Caitlin, bitte, wenn wir sicher sind, erneuere ich mein Schwur. Es braucht also einen Krieg, um den Romantiker hier zu wecken. Vermutlich nicht mehr. Ich merke schon, hier ist richtig, richtig Streit am Werke. Überall. Wir nennen die nicht mehr Bauern. Ah, den hätte ich ja fast vergessen. Das geht ja gar nicht. Hier ist ein Balkon. Mal gucken. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Was wird aus uns, wenn wir die Stadt verlassen müssen? Alles ist besser als ein Leichenkarren. Du weißt, Jam, jam, jam. Die sind alle richtig, cool. Na, Mama. Hier irgendwas. Auf diesem ist nichts. Oh oh. Ich hoffe für Berso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Na, mal gucken. So, gibt es hier unten irgendwas? Gucken, kommen wir hier irgendwie runter? Boah. Ah, ein Balken! Sehr gut. Ein Balken. Ups. Ups. So. Wollen wir noch mal runter hier. Vielleicht gibt's hier ja noch Schätze. So, komm, lass mich los. Ups. Schätze. Gucken. Ah, hier liegt was. Mal gucken, was haben wir denn hier? Eine Taschenuhr. Und ein kleines Trüchen. Ja, ups. Und klack, komm. Klack. Und klack. Und... Tack. Haha. Ups. Wasserfall. Gut. Noch mehr? Schauen wir mal oben. So. Gibt's hier noch mehr? Sieht irgendwie nicht so aus. Gut. Oh, ein Sammlerstück. Lapis Lazuli Kranz. Alles klar, wir haben also wieder was gefunden. Und ja, gibt's hier sonst noch irgendwas? Mich wundert, warum wurde der gerade nicht angezeigt? Ich hab doch extra den Fokus drauf gehalten. Na gut, egal. Lapis Lazuli Kranz gefunden. Und ab ins Zimmer. So, hier noch irgendwas. Zack. Nö, sieht nicht so aus. Also rein hier.